Seite 3 von Schlechtwetterprognose Depression. Wir erinnern uns, er hat eine Zeitung geholt. Er, sie, diese Person, okay, mein Protagonist. Diese leider von Werbung und Bildchen völlig zugekleistert, mich weder Ansicht noch Inhalt wirklich noch begeistert. Auch mit Düsterem ist sie überdurchschnittlich zugemüllt. Hauptsache tiefschwarz bedruckt und lückenlos jede Zeile gefüllt. Aber es ist unumgänglich und eines jeden braven Bürgers Pflicht, sich über das heutige Datum zu informieren und natürlich über den globalen Wetterbericht. So, das ist das erste Absätzle. Also da bin ich schon sehr scharf. Ihr merkt, sie hat manchmal eine Zunge, als wäre ein Messer. Das ist sehr unbekömmlich im Umgang mit Menschen, weil ich habe auch keine Lust, sie anzulügen. Das macht es natürlich sehr schwierig, wer die Wahrheit ausspricht. Da gibt es ein schönes Sprichwort: Wer mit der Fackel der Wahrheit durch die Menge geht, muss nicht sich wundern, wenn ein Bart angesenkt wird. Klar, oder? Also gut, aber hier habe ich also ganz scharf kritisiert, dass wir wirklich eine Zeitung haben, die ja in ein paar Farben gehalten sind und sehr düster. Also das heißt, wir haben keine bunten Bilder, wir haben keine Vielfalt an Farbe. Ja, wir haben natürlich Bildchen, Fotos, wenn sie bezahlt wurden. Werbung eben. Und wer sie bezahlt, bestimmt da drin auch recht viel. Auch wie oft er da drin manchmal vorkommen könnte. Es ist ja so, dass man zusammenspielt, also derjenige, die etwas hat, was man da drin vielleicht drucken kann, und der, der es braucht, damit nämlich die Zeitung bezahlt wird, dass sie überhaupt rausgehen kann. Also mit düsterem überdurchschnittlich zugemüllt. Ja, und ich finde es wirklich nach wie vor so. Alles, was düster ist und deprimierend und dunkel angehaucht und nichts Wirkliches, das ist nicht bekömmlich für den Geist und schon gar nicht für die Seele und für das Herz. Mir hat immer in den Zeitungen gefehlt, dass da, ja, das wegfällt, was da so unbekömmlich ist und dass da mehr Schönes in die Welt getragen wird, damit der Fokus auch dorthin gerichtet werden kann. Aber es ist so, als ob man den Leser auch damit niederdrücken möchte. Also ganz ehrlich, mit Information hat das wenig zu tun. Und da wir politisch, obwohl ich ganz wenig zu dieser Zeit politisch gedacht habe, ich denke erst seit 2020 wirklich politisch. Und jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Und ich würde sogar sagen, dass es im Kontext zu dem, was ich jetzt da geschrieben habe, was ich gerade vorher gesagt habe, dass es sogar echt hart ist, diese Voraussicht schon damals gehabt zu haben. Tiefschwarz bedruckt bedeutet, dass quasi die Politikfarbe, die gerade da ist, die Zeitungen auch unfassbar in der Hand haben. Und es gab ja dennoch den Skandal diesbezüglich und ein Erwachen und ein Erschüttern, dass es also dem Volk wirklich die Haare eigentlich aufstellen hätte müssen. Ich bin immer noch der Meinung, dass nicht viele wach sind, aber ich gebe noch nicht auf. Es ist noch nicht alle Tage Abend. Fertig ist, wenn der Deckel drauf ist, sage ich immer. Bis dorthin ist alles möglich. So, und des braven Bürgers Pflicht, ja. Man wird ja so schön manipuliert durch die Medien und das habe ich schon damals verstanden. Und irgendwann kam für mich wieder brachial runtergeschnitten, für was könnte die Zeitung noch wirklich nützlich sein? Ja, damit man wenigstens weiß, was haben wir für Wetter und was haben wir für Datum. Zu dieser Zeit darf man nicht vergessen, kam dieses Internet noch nicht so sehr ins Rollen, wie wir es jetzt haben. Da war das noch nicht so ganz möglich.
Und jetzt brauchen wir die Zeitung nicht mehr, um zu wissen, was haben wir für Wetter, was kommt oder was für Datum haben wir heute. Und so wie ich das sehe, wird selbst die zwei Dinge bald richtig so richtig abgeschafft, weil, naja, da habe ich noch nicht fertig gedacht, aber das mit dem Wetter hat durchaus damit zu tun, was ich bereue, da reingeschrieben zu haben, weil ich es noch nicht wusste, durchschaute, noch nicht wach genug war. Da könnt ihr euch gern drauf freuen, ihr erzählt es euch denn in einem der Videos. Es gibt ja mehrere davon, aber bleibt dran, Fortsetzung folgt.